Dann würde ich sagen, starte ich einfach mal. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserem Workshop MDK Neustart des Prüfregimes. Dieser Workshop heute in einer ganz anderen Form als Webinar. Soweit könnte man auch fast schon sagen, Neustart des DRG-Forums als virtuelle Fassung. Ich finde es ganz toll als Alternative in diesen heutigen Zeiten von Corona, dieses Angebot zu machen. Corona ist natürlich das alles beherrschende Thema, sodass sicherlich das ganze MDK-Thema momentan etwas in den Hintergrund getreten ist. Aber trotzdem ist es auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir hoffen ja alle, dass wir relativ schnell auch wieder in eine gewisse Normalität eintreten. Und dann werden diese Fragestellungen das deutsche Krankenhauswesen ganz maßgeblich doch betreffen. Und insoweit denke ich, haben wir zwar momentan ein anderes, alles beherrschendes Thema, aber auch andere Themen, die zukünftig wieder an Bedeutung gewinnen werden. Ich darf ganz herzlich begrüßen als Referenten, als Diskutanten Herrn Dr. Daniel Diekmann und Herrn Dr. Thorsten Schlosser von der ID Information und Dokumentation im Gesundheitswesen GmbH und Co. KG sowie Herrn Dr. Nikolai von Schröders, Vorstandsvorsitzender der DGFM. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute hier teilzunehmen. Wir haben eine gewisse andere Besetzung als ursprünglich geplant. Das ist aber den diversen Corona-Krisensitzungen, Sondersitzungen, Krisenstäben etc. geschuldet. Und insoweit freue ich mich, dass Sie da sind und freue mich auf Ihre Vorträge und freue mich auch auf eine rege Diskussion mit allen Beteiligten. Herzlichen Dank. Herr Dr. Schlosser, fangen Sie an. Na, ich dachte, dass eigentlich Herr Diekmann starten Herr Diekmann, wird. dann starten Sie bitte. Ja, gerne. Vielen Dank, Professor Halbe. Ich möchte alle Teilnehmer auch herzlich willkommen heißen von unserer Seite. Ich sehe gerade, wir sind um die 120 Kolleginnen und Kollegen, die Interesse haben, heute Nachmittag hier dabei zu sein. Der Thorsten Schlosser hat mal einiges vorbereitet, wo wir heute mal stringent und in Kürze mal drüber gehen wollen, derzeit, wo wir uns Gedanken gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir trotz der ungewöhnlichen Umstände eine produktive Session haben werden und freue mich im weiteren Verlauf natürlich auch über Fragen und Anmerkungen. So viel von meiner Seite erstmal. Dann würde ich Herrn Dr. Schlosser das Wort geben. Ja, sehr geehrte Teilnehmer. Muss erstmal hier die Technik in den Griff bekommen. Ich hoffe, dass das soweit zu sehen ist. Ist der Bildschirm zu sehen? Zu sehen. Okay. Okay, ich möchte ganz kurz hier in diesem Zusammenhang unter dieser Agenda vorstellen, was wir von ID in Berlin hier entsprechend bereits vorbereitet haben für die Krankenhäuser, beziehungsweise was unsererseits auch geplant ist. Und dazu fange ich einfach mal an, die Agenda. Ich will ganz kurz, ich meine, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich die meisten über die Details mit MDK-Reformgesetz ohnehin Bescheid wissen. Ich habe dann noch mal die Herausforderungen für die Krankenhäuser und insbesondere hier jetzt für das Medizincontrolling zusammengefasst und will einen Einblick hier in unsere Lösungen geben. Ich muss hier mal meine Kamera ausschalten, weil mir meine Internetverbindung instabil wäre. Vielleicht kann mir die technische Moderation dazu auch helfen. Nee, okay, gut. Danke. Also, Herausforderungen sind natürlich die Fristen, wobei ich sagen muss, 4 Monate. Wir waren mit den 6 bzw. 8 Wochen eigentlich soweit alle in den Krankenhäusern darauf eingestellt. 4 Monate ist natürlich jetzt zugunsten der Krankenkassen geschaltet worden. Das hat für uns relativ wenig Auswirkungen, zumindest für unsere Software. Wir haben da
wenig implementieren müssen. Die anderen Dinge ist dann etwas schwerer noch zu implementieren. Prüfquoten sind jetzt gedeckelt, das wissen Sie alle, ursprünglich 10% geplant, jetzt sind wir hier bei 12,5% in der finalen Fassung angekommen. Und letztendlich sind dann ab 2021 krankenhausindividuelle Prüfquoten werden festgelegt, je nachdem, wie die Prüfungen ausgegangen sind, ob nun positiv oder negativ für das Krankenhaus. Ja, die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist die Stellung der Schlussrechnung, die natürlich im Sinne der Liquidität so schnell wie möglich sein soll, aber dann auch nur einmal möglich ist. Und das stellt natürlich auf den gesamten Prozess der Dokumentation und Codierung, stellt dort besondere Herausforderungen. Ja gut, das hatten wir schon gesagt, Anpassung der Prüffrist. Wir sind 4 Wochen. Die Prüfquote, Krankenhaus individuelle Prüfquoten ab dem nächsten Jahr. Dann hatte ich vergessen, die Strafzahlungen zu benennen. Das greift natürlich ökonomisch ganz tief in die Kassen der Krankenhäuser. Festgelegt wurde zunächst auch noch ein Aufrechnungsverbot, aber so wie ich das jetzt gelesen habe, ist das ja inzwischen auch so ziemlich gekippt worden. Weiterhin festgelegt sind die Strukturprüfungen der einzelnen Komplexcodes und was ich jetzt für das Medizincontrolling weniger bedeutend sehe, das ist die Abkopplung der Krankenkassen bzw. Abkopplung des MDK von den Krankenkassen. Ja gut, das will ich bloß mal noch kurz benannt haben. Ich habe das jetzt hier entsprechend durchgestrichen. Wir haben das in unseren Produkten schon entsprechend auch alles umgelabelt. Inwieweit das tatsächlich dann auch gelebt wird, also ich bin jetzt unlängst beim MDK Sachsen vorbeigegangen, da ist alles noch wie vor der Jahreswende. Das heißt also wirklich noch MDK Sachsen, egal ob Klingelschild oder Briefkasten, da hat sich noch nichts getan. Was haben wir gemacht in unseren Softwareprodukten? Zum einen haben wir hier im IDE-Fix die Frist angepasst. Dann haben wir bereits auch angepasst die entsprechenden Prüfquoten, dass das demnächst in den nächsten Versionen mit angezeigt wird. Weiter angepasst ist, dass bevor die Krankenhäuser Klage erheben können, dass dort eine Erörterung stattfinden muss, also zwingend stattfinden muss. Da sind entsprechende Felder jetzt eingebaut worden. Angepasst wurde natürlich auch im Grouper diese unterschiedliche Verweildauer bei Herr Dr. Schlosser? Hallo? Wenn wir ein Tonproblem zu haben. Hallo? Herr Dr. Schlosser hören wir gerade, glaube ich, nicht mehr. Hallo, ist jemand für die Technik noch da? Ja, Herr Dr. Schlosser ist anscheinend mit dem Audioton rausgeflogen. Ja. Können Sie ihn wieder zuschalten irgendwie? Oder? Mhm, ich habe es schon versucht, er müsste wiederkommen. Hm? Ich bin wieder da. Oh, wunderbar, wunderbar, Herr Schlosser, Sie sind wieder da. Okay, schauen wir mal. Meine
Verbindung in die Firma, weil ich gehe ja mit einer Remote-Verbindung auf meinen Büro-PC. Die hat es hier noch nicht geschafft. Ja, wir müssen ja alle neue Erfahrungen sammeln jetzt mit diesen neuen Formen. Herr Dr. Schlosser, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Präsentation lokal abzuspeichern auf Ihrem Desktop und sie von dort zu starten? Das ist schwierig, Frau Deister, weil ich einen Mac habe und das Ganze ist auf Windows PowerPoint erstellt. Also das macht die Sache etwas schwierig. Mhm. Sonst können wir Ihnen die Folien schicken, Frau Deister. Ja, das könnt ihr gerne machen. Herr Schlosser, könnten Sie Frau Deister Ihren... Ich versuche das, Herr Diekmann. Oder ist es der gleiche, den Sie schon geschickt hatten? Nee, das habe ich nicht. Okay. Aber in dem Verzeichnis, ich weiß nicht, Herr Diekmann, wenn Sie Zugriff auf das Verzeichnis haben, ich habe die Folien heute noch mal kurzfristig geändert. Das wäre. Ich versuche es mal mit Herrn Hoffmann zu klären. Ja, ich muss jetzt erstmal hier abbrechen, das tut mir leid. Ja. Kommen wir die Folien noch irgendwie anderweitig rein, Frau Deister, oder? Genau, also Herr Dr. Schlosser kann sie mir gern noch mal zuschicken. Weil sonst müssten wir irgendwie mal ganz spontan irgendwie jetzt eine kleine Änderung vornehmen und switchen, ne? Genau, vielleicht könnte ja jemand anders fortfahren und Herr Schlosser würde sich anschließen. Ich kann mich gerne sozusagen als Zwischenprogramm einschalten. Perfekt. Ja, Herr von Schröder, herzlichen Dank. Ja, ich unterbreche dann auch wieder, wenn Herr Schlosser wieder da ist. Wunderbar. Okay, damit nehme ich an, ich habe das Wort. Sie haben das Wort, uneingeschränkt, bitte. Prima, Professor Halbe. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Lassen Sie uns dieses schöne Format nutzen. Das ist ja auch ein sehr positiver Effekt. Einer tatsächlich, glaube ich, sogar von vielen, die wir in den nächsten Wochen haben werden, dass jetzt viele Dinge per Videokonferenz möglich sind, digital möglich sind, die bis vor 2 Wochen als unmöglich erschienen. Und wir haben die letzten Tage sehr, sehr viel gearbeitet per Videokonferenz und sehr, sehr viel Reisezeit gespart. Insofern haben wir davon ja auch was. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich in meiner Funktion als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Medizincontrolling. Und möchte heute tatsächlich den Fokus legen auf die ganz aktuelle Situation, in der ja intensiv diskutiert wird, inwieweit ein Aussetzen von bürokratischen Aufwänden in Krankenhäusern möglich ist. Und da steht das Thema der MDK-Prüfung natürlich absolut im Vordergrund. Dazu haben wir als DGFM eine Stellungnahme gestern Abend noch veröffentlicht, die heute dann teilweise auch durch die Medien ging, mit InfoWeb, MyDRG zum Beispiel, über die wir auch gerne diskutieren können. Ich sehe hier gerade schon 2 Handzeichen oben rechts. Ich freue mich natürlich über Fragen, die ich auch gerne beantworte. Jetzt sind die Handzeichen aber weg. Gutes Beispiel, Sie haben alle unten in Ihrem Bildschirm oder oben, je nach Betriebssystem, die Möglichkeit bei F&A, was ist das, Fragen und Antworten nehme ich an, Fragen zu stellen. Und das würden wir dann sicherlich auch versuchen zu diskutieren später. Ich schalte aber jetzt erstmal auf meine Folien. Das dauert einen kleinen Moment und hoffe, dass das technisch gut funktioniert. Sie sehen sie noch nicht.
So, Bildschirm. Und wo haben wir es? Hier ist es. So, jetzt sollten Sie meine Folien sehen. MDK-Prüfung 2020. Wir sind der Ansicht, es ist jetzt Auszeit. Wir hören aus den Regionen und den Krankenhäusern unterschiedliche Dinge, wie die MDK-Prüfung ganz aktuell in dieser Woche sich entwickelt. Aus einzelnen MDKen hören wir, dass die MDK-Prüfungen komplett gestoppt wurden. Das heißt, selbstverständlich sind alle Begehungen abgesagt. Das haben wir sowieso in allen Bundesländern so. Das ist, denke ich, nicht überraschend. Einzelne MDKen haben jetzt einfach gestoppt und warten ab, was weiter passiert. Andere MDKen fordern die Krankenhäuser auf, jetzt in 0,nix umzustellen auf ein Papier-, Kopier-, wie auch immer Verfahren, was natürlich vollkommen illusionär ist, dass Krankenhäuser in dieser jetzigen Situation plötzlich Technikkapazitäten und Prozesse bereitstellen, um ein digitales oder analoges Kopierverfahren in der MDK-Prüfung einzuführen, was sie bisher nicht hatten. Das ist vollkommen unmöglich. So, jetzt schauen wir, jetzt gehen die Folien nicht vorwärts. Jetzt gehen sie doch vorwärts. In der Corona-Krise haben wir in der DRG-Abrechnung verschiedene Situationen, die wir uns, glaube ich, klar vor Augen führen müssen. Wir haben schon jetzt fehlendes Personal bei Krankenhäusern und Krankenkassen, um eine schnelle Abrechnung aufrechtzuerhalten. Wir haben gerade im Medizincontrolling in der Kodierung einen relativ hohen Anteil von Frauen, jungen Frauen, erziehenden Frauen, die natürlich nicht als systemrelevant im Sinne der Patientenversorgung primär gelten. Das kann man zwar unterschiedlich sehen, aber die bleiben natürlich vermehrt zu Hause. Wir merken also, in Krankenhäusern fallen diese Mitarbeiter aus. Bei den Krankenkassen fallen diese Mitarbeiterinnen auch aus. Das heißt, schon jetzt sind die Krankenhäuser gar nicht mehr in der Lage, ihre Abrechnung schnell hinzukriegen. Und die Krankenkassen bezahlen teilweise auch ganz banal aus diesem Grund schon nicht mehr, weil die Mitarbeiter die Rechnungen nicht freigeben können, die bei den Kassen eingehen. Wir haben zusätzlich eine inzwischen wirklich ja sehr, sehr große Zahl von qualifizierten medizinischen Mitarbeitern in Krankenhäusern, beim MDK und bei den Krankenkassen, die ursprünglich aus Medizin und Pflege kommen. Sehr, sehr viele Medizincontroller, sehr, sehr viele Ärzte in all diesen Bereichen und sehr, sehr viele Menschen, die aus der Pflege kommen, die also alle jetzt nicht zur Verfügung stehen und möglicherweise ein Potenzial dafür bieten, Versorgung sicherzustellen. Wir haben fehlende Case-Mix-Volumina in den Krankenhäusern durch Absage elektiver Behandlungen. Jedes Krankenhaus, das den Forderungen von Herrn Spahn vom vergangenen Freitag folgte und in dieser Woche elektive Behandlungen bereits abgesagt hat, wird ganz, ganz kurzfristig erhebliche Erlöseinbrüche haben, weil es hierfür natürlich keine Abrechnungen mehr gibt. Und wir haben fehlende Liquidität durch verzögerte Zahlungen. Das ist die Ist-Situation. Darum sagen wir, wir sollten jetzt sofort den Bürokratieabbau ganz pragmatisch betreiben, ohne viele Detailgesetze und folgende Dinge umsetzen. Wir sollten die Abrechnungsprüfung der Einzelfälle sofort aussetzen. Sie ist praktisch operativ schon jetzt gar nicht mehr umsetzbar. Wir brauchen eine klare Ansage des Gesetzgebers, dass diese Abrechnungsprüfung nicht mehr stattfinden darf. Die Stichprobenprüfungen gibt es ja bisher nicht. Es war eine Forderung der DGFM, das MDK-System so umzustellen. Es wäre tatsächlich jetzt eine Chance zu sagen, wir könnten das Thema der Abrechnungsqualität in den Krankenhäusern vielleicht durch Stichprobenprüfungen in der zweiten Jahreshälfte angehen. Wir verstehen, wenn die Krankenkassen sagen, ganz ungeprüft können die Rechnungen nicht ewig bleiben. Faktisch können wir aber auch momentan keine Einzelfallprüfungen durchführen und es ist niemandem geholfen, wenn wir nur Fristen verlängern und alle Dinge nach hinten verschieben. Hier könnten Stichprobenprüfungen eine Antwort sein. Krankenhäuser brauchen Liquidität, darum unterstützen wir die Forderungen zum Beispiel der DKG oder des DEVK, Zahlungsfristen bundeseinheitlich verbindlich sehr, sehr kurz zu halten. Was wir aber für noch viel wichtiger halten, ist, dass Rechnungsrückweisungen sofort ausgesetzt werden. Das heißt, es ist momentan ein sehr heikles Thema, dass Krankenkassen Rechnungen nicht bezahlen, weil irgendwelche Dinge außerhalb der MDK-Prüfung noch geprüft, hinterfragt, korrigiert werden sollen. Das muss komplett ausgesetzt werden, weil es die Liquidität natürlich massiv gefährdet. Ebenso müssen Aufrechnungen sofort ausgesetzt werden. Bedingungslos muss jede Rechnung einfach sofort bezahlt werden.
Ganz stark können wir Kapazitäten einsparen, wenn wir die externe Qualitätssicherung pausieren. Die externe Qualitätssicherung fordert administrative Kapazitäten, aber auch sehr, sehr stark Kapazitäten im medizinischen Bereich und in der Pflege. Das kann momentan nicht der Fokus sein. Und die Strukturprüfungen, die jetzt ab dem zweiten Halbjahr ja stattfinden sollten für Komplexbehandlungen, halten wir für vollkommen unrealistisch. Wir können sie in den nächsten 3 Monaten definitiv nicht sinnvoll vorbereiten. Und damit wäre es am sinnvollsten, diese gleich komplett in das Jahr 2021 zu verschieben. Wir können damit erreichen, die schnelle Abrechnung aufrechtzuerhalten. Das wird gehen. Wir können die Liquidität in den Krankenhäusern sichern. Ich fände es schlimm, wenn Krankenhäuser jetzt pleite gehen, weil sie das tun, was die Bevölkerung braucht, weil sie das tun, wofür sie eigentlich da sind, nämlich Kapazitäten für die Patientenversorgung bereitzustellen. Und wir können tatsächlich medizinische Personalkapazitäten in der Patientenversorgung erhöhen. Ich weiß, das gibt sofort immer die Kritik und den Gegenruf. Was sollen denn die Leute, die schon seit 10 Jahren an keinem Patienten mehr tätig waren, in der Medizin? Vollkommen richtig. Selbstverständlich wird kein Medizincontroller sich jetzt auf die Intensivstation stellen und Patienten beatmen wollen. Aber es gibt unendlich viele Tätigkeiten, die durch Ärzte, durch Pflegekräfte gemacht werden können, die unterstützend für die Menschen, für die Ärzte und Pflegenden da sind, die jetzt wirklich in der Corona-Patientenversorgung da sind. Beispielhaft sind die ganzen Teststellen über Deutschland mit Ärzten besetzt, die letztlich nichts anderes tun als Abstriche machen. Das müssen Ärzte tun. Das ist eine unfassbar einfache Tätigkeit. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so genau, warum es nur Ärzte tun dürfen. So ist es aber in Deutschland nun mal. Das kriegt auch ein Arzt hin, der sonst in der Patientenversorgung nicht tätig ist. Und viele andere Dinge, wie zum Beispiel der Einsatz der fußläufig zu einlaufenden Patienten, die Triage am Anfang klar zu sagen, dieses Krankenhaus wird nur von Patienten betreten, die ganz, ganz eindeutig in das Cluster reingehören. Auch das ist eine Aufgabe, die Ärzte mit einer gewissen Klarheit in der Ausstrahlung, aber auch durchaus ohne aktuelle praktische Erfahrung machen können. An dieser Stelle würde ich tatsächlich einen kurzen Break gerne machen, vielleicht für Fragen und Diskussionen, weil ich vermute, dass alle Dinge, wie kann man jetzt MDK-Prüfung, Einzelverprüfung machen, momentan nicht die Hauptfragen der Menschen sind. Natürlich können wir das aber heute auch noch diskutieren. Ich sah, es sind 5 Fragen und Antworten gekommen. Wenn Sie möchten, können Sie es anschauen. Ich weiß nicht, Herr Professor Halbe, wollen wir da in eine Verständnisfragen-Diskussion gehen oder wollen wir eine Diskussion ganz zum Schluss machen? Also ich bin da durchaus immer ein Freund davon, aktuell die Fragen zu stellen und sie zu beantworten, da wo sie hingehören. Wenn das jetzt Fragen wären, einverstanden, würde ich sagen, sollten wir das jetzt auch tun. Insbesondere, weil sich die, sag ich mal, inhaltliche Relevanz ja doch ständig geändert hat und insoweit hochaktuell ist. Sie haben ganz aktuelle Vorschläge gemacht, die ja so ein bisschen auch in das reingehen, was die DGFM ja immer schon gesagt hat. Na, wenn ich Ihre Kollegin Frau Professor Raab zitieren darf, sie hat geschrieben, dass aus ihrer Sicht her, aus ihrer Bewertung hier eigentlich das, was Intention des Gesetzgebers war mit der Reform, dass das eigentlich ins Gegenteil verkehrt worden ist, nämlich Komplexität des Systems nimmt zu, anstelle ab, Bürokratisierung steigt, obwohl sie eigentlich auch reduziert werden sollte. Und noch weniger Personal ist infolge der steigenden Dokumentationsumfänge im Krankenbett. Also alles Themen, die Sie gerade angesprochen haben, die aber aufgrund einer ganz anderen Dramatik jetzt so relevant sind. Also deswegen denke ich, lassen Sie uns ruhig zu dem Punkt diskutieren. Prima, ich würde jetzt erst vielleicht die Fragen einmal vorlesen. Ich lese auch gerade, mein Ton sei in schlechter Qualität. Ich kann natürlich nachher das Mikrofon kurz umstellen. Ich hoffe, man kann mich trotzdem einigermaßen verstehen. Ist das der Fall? Ich verstehe Sie gut. Ich verstehe mich gut, prima. Dann bleiben wir erstmal dabei. Erste Frage, wie viele Covid-19-Erkrankte liegen zurzeit in deutschen Krankenhäusern? Die kann ich nicht beantworten. Kann die jemand aus dem Kreise drumherum beantworten? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich tatsächlich weiterspringen. Eine Anmerkung, die ich kurz vorlesen möchte. Ich persönlich werde meine medizinische Kompetenz wie auch unsere Mitarbeiter zeitnah und alternativlos der Patientenversorgung zur Verfügung stellen. Analog macht der Mitarbeiter Ausfall aus bekannten Gründen weder eine reguläre Dokumentation noch wechselseitig fristbelastbare Abrechnung wie Retaxierungsfolge möglich. In diesem Kontext sind die Forderungen der DGFM, DKG vollumfänglich und alternativlos zu unterstützen. Da freue ich mich, wenn vielleicht auch aus dem Publikum gerne noch weitere Anmerkungen dazu kommen, denn das ist ja sicherlich in den nächsten Tagen ein Thema zwischen DKG, GKV-Spitzenverband, wie mit der Situation umgegangen wird.
auch das Thema, also wie weit geht man auch runter? Eine reguläre Dokumentation. Ich weiß nicht, ob es so weit gehen kann, dass Patientenversorgung stattfindet, ohne dass selbige dokumentiert ist. Da bin ich doch zweifelnd, nicht wie Sie, Herr Professor Halbe, das vielleicht sehen. Ich glaube, wir werden nicht drum herum kommen, eine medizinische Dokumentation der Behandlung für unsere Patienten durchzuführen. Auch ja schon aus ganz anderen Gründen. Ne? Ich meine, das ist immer gesetzlich verpflichtet und unabhängig von allen Abrechnungsfragen. Gibt es aus dem Publikum Kommentare? Danke, hier kommt super Audioqualität. Vielen Dank. Dann ist die Frage dann doch geklärt. Und die Frage, stellen Sie die Präsentation zur Verfügung? Ja, die Präsentation wird natürlich zur Verfügung gestellt. Und die Position der DGFM ist im Internet und auf der Website der DGFM auch verfügbar. Weitere Kommentare dazu? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich weiter vorlesen. Eine Frage, guten Tag. Meine Frage betrifft die Strukturprüfungen. Wenn sie 2021 verschoben werden, dürfen die Krankenhäuser die nicht bestandene Komplexbehandlung 2021 durchführen? Ich verstehe die Frage jetzt so, eine Strukturprüfung hat stattgefunden und ist mit einem negativen Ergebnis ausgegangen. Ich würde mal vermuten, dass wir nicht eine Generalamnesie für Krankenhäuser für alle Tätigkeiten bei nicht erfolgtem Nachweis der Strukturvorhaltung hinkriegen. Ich würde mich Ihnen da anschließen, Herr Dr. von Schröders, und zwar, wenn die neue Rechtslage ja noch nicht, dann müsste man ja noch entsprechend der alten Situation gehen. Und die Dinge, die bisher in den Strukturprüfungen ja schon oder Komplexbehandlungen, die bisher ohne Strukturprüfung durchgeführt wurden oder bei denen Strukturprüfungen positiv ausgegangen sind, würde ich ganz einfach vermuten, machen wir einfach weiter wie bisher. Das wäre nun das Pragmatischste und Banalste. Genau, so würde ich es aussehen. Weitere Frage steht hier. Wir sind in der Klinik weiterhin MDK-Prüfaufträgen ausgesetzt, die administrativ bearbeitet werden müssen. Aktuell sind es mindestens 50 bis 60. Ja, das kann ich ablauftechnisch natürlich nachvollziehen. Noch besteht ja die Regelung, es ist nichts geändert gesetzlich und Krankenkassen müssen natürlich auch fristwahrend die Prüfaufträge erteilen. Jetzt haben Sie ja tatsächlich für die Fälle ab 2020 Ihre 4 Monate Zeit, wobei Behandlungsfälle, die im Jahr 2019 aufgenommen wurden und bei denen die Krankenkassen jetzt eine MDK-Prüfung einleiten müssen, innerhalb von 6 Wochen nach Rechnung dann auch tatsächlich den Prüfauftrag bekommen. Wenn es sich auf solche Fälle bezieht, ist es aus meiner Sicht vollkommen nachvollziehbar, dass der Prüfauftrag erfolgt. Wir hoffen, dass die Politik sehr schnell handelt und die Prüfung grundsätzlich aussetzt. Gut, kommen noch weitere Fragen aus dem Publikum? Das scheint mir nicht der Fall. Herr Professor Halbe, dann würde ich mal an Sie geben. Ich kann noch mal ganz kurz zurück in die Folien. Praktische Themen, soweit noch relevant. Genau, wollten Sie noch vortragen. Genau. Ich gehe wirklich relativ schnell drüber, weil ich davon ausgehe, dass wir das in den nächsten Monaten gar nicht im primären Fokus haben. Die Einzelfallprüfung ist ja grundsätzlich verändert worden. Wir werden mit variablen Prüfquoten ab 2021 leben müssen. Natürlich müssen wir uns darauf vorbereiten, dass diese Situation dann auch entstehen wird, selbst wenn wir 2020 aussetzen. Das heißt, wir haben eine ganz hohe Anforderung, unsere Reporting-Tools anzupassen, um zum Beispiel auch zu erkennen, welche Prüfstrategien die einzelnen Krankenkassen haben. Wir erkennen schon jetzt eine ganz klare Strategie, nämlich dass die Krankenkassen die Prüfaufträge sammeln, um sie dann vermutlich Anfang April, Mitte April en bloc zu übermitteln. Das heißt, hier muss man darauf vorbereitet sein, sehr schubweise die Bearbeitung der Prüfaufträge erledigen zu können. Im Reporting sollten Sie schauen, dass die Prüfquoten pro Kasse und Quartal gemonitort werden. Das ist an sich der Job des MDK. Es schadet unserer Ansicht nach aber nicht, wenn man da auch selber nochmal drauf schaut, ob die sich alle dran halten. Sie sollten sehr genau die Verlustquoten der eingehenden Gutachten überwachen, um auch selber früh zu sehen, in welche
Prüfquotengruppen und dann auch Strafzahlungsgruppen sie kommen. Und unserer Ansicht nach gewinnt das Thema Anfragegründe eine höhere Bedeutung. In der Vergangenheit haben wir immer gesagt, es ist an sich erst nach Abschluss des ND-Gutachtens erkennbar, in welchen Themen dann tatsächlich die Verluste hauptsächlich entstehen. Die Anfragegründe geben aber jetzt eine relevante Information darüber, welche Strategien Krankenkassen mit den MD-Prüfungen künftig verfolgen. Wir können uns vorstellen, dass insbesondere größere Krankenkassen, vielleicht sogar in Allianzen größerer Krankenkassen, sich zusammenschließen, um zu sagen, okay, in diesem Krankenhaus fokussieren wir eher darauf, eine Prüfquote bzw. eine Ergebnisquote zu erreichen, die die Klinik in eine höhere Prüfquote für die Zukunft bringt. Dahingegen vermuten wir, dass kleinere Kostenträger, die nur wenige Fälle pro Krankenhaus haben und prüfen können, nach wie vor auf möglichst hohe Retaxierungssummen prüfen werden. Das muss man aber tatsächlich klinikspezifisch sehr genau überwachen und erkennen. Ich finde es wichtig, dass Sie jetzt schon überlegen, wie Ihre Prüfergebnisse monetär für 2020 aussehen könnten. Mehr als könnten kann man momentan nicht sagen. Wir haben ja momentan an belastbaren Informationen, was kommt bei den Prüfungen meines Krankenhauses raus, nur die Prüfergebnisse aus 2018er Fällen. 2019 ist bei weitem noch nicht so weit abgeschlossen, dass wir daraus hochrechnen können. Und Sie müssen natürlich jetzt schauen, wenn Sie die 2018er Fälle anschauen, in welche Ergebnisgruppen kämen Sie? Kommen Sie in eine Gruppe mit einer Prüfquote von 15, 10 oder 5%? Das kann man tun, indem man erstmal ganz banal einfach hochrechnet und sagt, man rechnet aus seiner bisherigen Prüfquote runter auf die Prüfquote von 12,5% und errechnet daraus die Ergebnisse. Man kann aber natürlich auch simulieren, indem man sagt, die man annimmt, die Krankenkassen hätten ein ideales Selektionsinstrument, mit dem sie es schaffen, nur die Fälle tatsächlich in die Prüfung zu geben, die den optimalen Retaxierungsbetrag und das optimale Ergebnis holen. Auch das sollte man hochrechnen, was passiert dann. Und dabei muss man natürlich dann auch hochrechnen, welchen finanziellen Effekt haben auch die für Sie dann drohenden Strafzahlungen mit Planung machen zu können. Die Überarbeitung der Prüfverfahrensvereinbarung ist ein relevantes Thema. Das wird die Fristen betreffen, die ja teilweise verlängert werden müssen. Insbesondere die Frist zur Anmeldung einer Prüfung muss natürlich verlängert werden, weil eine Kasse ihre Auswahl aus einem 3-Monats-Zeitraum nur sinnvoll treffen kann, wenn sie alle Fälle bereits vorliegen hat. Wir sind der Ansicht, dass die Fristen ansonsten nicht zu sehr verlängert werden sollten. Wir müssen zurückdenken an 2014, 2015, an der zentralen Wünsche an die Prüfverfahrensvereinbarung war, dass wir durch knappe Fristen das Prüfverfahren verkürzen und nicht 4 Jahre an den Fällen arbeiten. Dieses Ergebnis sollten wir nicht verspielen, indem wir jetzt versuchen, möglichst lange Fristen beidseitig zu realisieren. Prozesse, die wir jetzt können, die wir jetzt schnell können, sollten wir dann nach der Corona-Krise auch wieder schnell aufnehmen. Diskutiert wird das Thema Aufrechnungsverbot und Verbot der Rechnungskorrektur. Das sind ja die zwei Dinge, die in der Übergangsprüfverfahrensvereinbarung abweichend vom Gesetzestext geklärt wurden. Dass es also kein Aufrechnungsverbot gibt, obwohl es im Gesetz steht. Und dass es kein Verbot der Rechnungskorrektur gibt, obwohl auch das im Gesetz steht. Das ist, soweit ich weiß, noch nicht entschieden, wie diese zwei Punkte jetzt jeweils im Ergebnis ausgehen. Und wir können momentan wahrscheinlich alle nicht abschätzen, wann es da zu einer Vereinbarung kommt. Die ist nicht unterschrieben und momentan ist, glaube ich, keine Kapazität da, um sich mit solchen Themen zu befassen. Strukturprüfung sagte ich vorhin schon, ich gehe ganz kurz nachher nochmal darauf ein, fordern wir ohnehin auszusetzen. Ein wichtiger Punkt, unabhängig davon, wann und ob er jetzt in 2020 oder 2021 kommt, ist das Verbot der Rechnungskorrektur. Wir wissen, dass diese Gesetzespassage, die natürlich den Kostenträgern absolut nutzt, ein ganz zentrales Thema sind. Das möchten die unbedingt haben und behalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das grundsätzlich wieder kippt. Wir werden also irgendwann nur noch einmalig eine Schlussrechnung stellen dürfen. Das bedeutet, wir haben hohe Liquiditätsengpässe, wenn wir in Abrechnungszug geraten. Wenn wir also sagen, wir dürfen ja nicht mehr korrigieren, darum schauen wir, dass wirklich alles ganz genau ist und darum werden wir langsamer, dann gibt es Liquiditätsengpässe, was sich fast kein Krankenhaus leisten kann.
Deshalb brauchen wir da ganz reibungslose Abläufe in Kodierung und Abrechnung, inklusive Aktenlauf. Ja, das ist eine Sache, die schwierig zu realisieren ist, ganz klar, gar keine Frage. Aber es ist auf der anderen Seite vielleicht auch wieder eine Chance. Denn nicht alles, was uns nicht gefällt, ist vom Ergebnis nachher nur negativ. Sie erinnern sich vielleicht an die Gutverfahrensvereinbarung, die uns damals unfassbar kurze Fristen gesetzt hat, um Akten an den MDK zu übermitteln. Das ist sehr schwierig gewesen, den Krankenhäusern das hinzukriegen. Das hat aber auch endlich den Druck erzeugt, dieses Thema wirklich anfassen zu können und Prozesse im Krankenhaus zu ändern. Und auch an dieser Stelle jetzt, also das Verbot der Rechnungskorrektur, sehe ich die Chance, dass wir das nutzen können, um Abläufe im Krankenhaus zu verändern, die bisher schwer zu realisieren waren. Wichtiges Verrechnungsversand braucht man eine Qualitätsprüfung der Einzelabrechnung. Ich habe das nochmal ganz kurz hier in der Grafik dargestellt. Krankenhäuser konnten in 2019 sagen, wir rechnen unser Erlösvolumen DRG erstmal ab und realisieren durch Mehrerlösprojekte en bloc die Dinge, die uns zustehen. Das war vollkommen in Ordnung, haben viele Krankenhäuser gemacht, sehr erfolgreich und hat eben sowohl die schnelle Liquidität im DRG Erlösvolumen primär durch die Klinik abgerechnet erzeugt, als auch optimale Erlöse dann in der Mehrerlössituation. Dieses Thema entfällt komplett in 2020. Das ist ein Problem. Das heißt, wir müssten an dieser Stelle unbedingt ersetzen in etwas, was wir primäre Erlössicherung nennen. Wo wir also sagen, ihr müsst Wege schaffen, damit vor der primären Abrechnung eines Falles alle Prozesse, die in solchen Mehrerlösen bisher durchgeführt wurden, live und so schnell wie möglich durch Fachleute durchgeführt wurden. Ob Sie das extern oder intern machen, ist an sich ziemlich egal. Die Kliniken setzen mehr und mehr eigene Software ein, die das sehr, sehr gut unterstützen kann. Man kann das auch wirklich mit starken eigenen Teams realisieren. Ganz, ganz wichtig ist nur, was nicht funktioniert, ist, wenn man den Mitarbeiter, der einen Fall kodiert hat, dann darauf hinweist, dass er den doch bitte nochmal kontrollieren möge. Da kommt in der Regel nichts mehr raus. Das heißt, es müssen unterschiedliche Menschen sein, im besten Fall unterschiedliche Teams, die diese Fallprüfungen retrospektiv dann durchführen. Die Strukturprüfungen durch den medizinischen Dienst sollen uns bis zum 31.12.2020 bescheinigen, welche Komplexprozeduren wir in den Krankenhäusern behandeln dürfen. Wenn die Bescheinigung da ist, haben wir einen inhaltlichen Prüfungsausschluss in den Strukturprüfungen. Diese Details dürfen in der Einzelfallprüfung dann nicht mehr geprüft werden. Das ist sehr, sehr gut. Wenn außerhalb des Einflussbereiches des Krankenhauses nicht zeitgerecht eine Strukturprüfung durchgeführt werden kann, dann darf weiterhin abgerechnet werden. Wenn die Strukturen nicht erfüllt sind, kann man klagen mit aufschiebender Wirkung. Wichtig ist für die Kliniken, was tun wir? Schnell Know-how-Aufbau. Mit Herrn Krokotsch, den ich hier an sich auch erwartet hatte, ich glaube, er ist auch aus Corona-Gründen wahrscheinlich ausgefallen, diskutiere ich immer sehr wild, wie das geht oder nicht geht. Und Herr Fiori sagt immer, das ist alles nur in Bayern kein Problem. In allen anderen Bundesländern ist das viel schwieriger. Wir sehen ganz erhebliche regionale Unterschiede, was die Erfahrung mit Strukturprüfungen angeht, ganz klar. Aber ich schaue lieber immer auf die positiven Beispiele. In Bayern funktioniert das und zwar flächendeckend und kooperativ, mehr oder weniger. Das gibt im Einzelfälle, wo es auch mal knirscht. Aber vom Grundsatz sind die Abläufe etabliert mit Begehungen vor Ort. Das halten wir für total wichtig, dass man das vor Ort macht und nicht in den Schriftverfahren. Und davon kann man lernen und sich als Klinik auch darauf vorbereiten. Sie brauchen als Klinik dafür Kapazitäten. Das geht nicht von selber. Man muss wirklich gut vorbereiten für den ersten Durchlauf der Strukturprüfung. Alle Unterlagen sauber da haben. Vielleicht auch nochmal einen anderen drauf gucken lassen, ob wenn bei kritischer Betrachtung das wirklich da ist. Wir haben ja oft die Situation, dass dann man vielleicht die falsche Person im Hause fragt, der sagt, ja, ja, klar, können wir alles, überhaupt kein Problem, da habe ich auch einen Zettel für. Aber dieser Zettel muss es eben auch wirklich beweisen und da muss man sehr, sehr selbstkritisch dran gehen. Wir brauchen eine Systematik der Vorbereitung mit Prüfordnern, Dokumentendienst, Einbindung relevanter Abteilungen und da ist insbesondere die Personalabteilung ganz zentral. Sie müssen es schaffen, einen ganz klar strukturierten und verbindlichen Weg zu definieren, in dem die Personalabteilung regelmäßig die Qualifikationsnachweise aktualisieren muss und bereitstellen muss, denn das ist einer der kritischsten Punkte im Bereich der Strukturprüfung. Und an dieser Stelle würde ich tatsächlich in meinem Frontalvortrag auch gerne schon enden, um ein bisschen Zeit noch für Diskussionen oder aktuelle Themen zu haben, wenn Sie möchten. Herr Dr. von Schröder,
herzlichen Dank für diesen, sag ich mal, sehr, sehr strukturierten Vortrag und sehr, sehr erhellenden Überblick über die Themen, die vom Grundsatz angedacht waren und die Themen, die wir aufgrund der aktuellen Situation haben, womit wir uns auseinandersetzen müssen und wo man dann eben auch Lösungen finden muss, wo wir im Moment vielleicht das Patentrezept noch nicht haben und keiner so ganz genau weiß, wie damit umzugehen ist. Aber ich denke, eins ist völlig klar, das haben Sie auch sehr gut herausgearbeitet, die Versorgung muss stattfinden. Die Versorgung muss so stattfinden, wie es gerade erforderlich ist. Und Sie haben verschiedene Themen angesprochen, wenn Krankenhäuser halt eben jetzt hergehen und verschiedene, sag ich mal, Eingriffe nicht mehr durchführen, weil sie nicht mehr durchführen sollen, weil freigehalten werden sollen für andere Maßnahmen, dann muss ich da natürlich drüber nachdenken, wie bekomme ich es hin, dass wir keine Liquiditätsprobleme haben, etc. Eine Frage vielleicht jetzt an die Regie. Herr Dr. Schlosser wieder auf. Wir haben noch ein paar Fragen offen, Herr Halbe, aus dem Publikum. Sollen wir die kurz beantworten? Wenn wir da noch welche haben, Entschuldigung, vielen Dank. Ich lese sie kurz vor, wenn Sie erlauben. Erste Frage, wie schätzen Sie in Anbetracht der aktuellen Bedingung die Situation bezogen auf den geforderten digitalen Austausch mit dem MD ein? Das Kaffeesatz lesen, ne? Schwierig. Also ich möchte es mal umgekehrt formulieren. Die Fähigkeit eines Krankenhauses, das Dokumentationsmaterial eines stationären Aufenthaltes digital vorzuhalten, finde ich unabhängig davon, was im Gesetz steht und was in Bezug auf den MDK gefordert wird, absolut zentral. Wir sehen es ja schon jetzt, dass die Arbeit nach Entlassung eines Patienten zu einem Zeitpunkt, wo viele Menschen diese Akte haben wollen, eigentlich nur funktioniert, wenn sie digital ist. Und klar, die nächsten 3 Monate macht keiner ein Digitalisierungsneuprojekt, aber danach würde ich jetzt nicht die Hände in den Schoß legen, nur weil vielleicht durch die Situation sich das jetzt verzögert. Noch ergänzend dazu, klar, wir reden an dieser Stelle über Dokumentation, aber wir merken in der aktuellen Situation auch, wie traurig wir in Deutschland bezüglich Digitalisierung und digitaler Kommunikation eben auch zwischen Krankenhäusern und Patienten aufgestellt sind. Es ist ein Armutszeugnis, dass das, was wir hier mit viel Mühe und sehr improvisiert gerade hinkriegen, ist natürlich toll, wenn wir das machen, aber dass es nicht geht, dass diese doch sehr einfachen Technologien, die überall verfügbar sind, die jeder Jugendliche anwenden kann, zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Patienten in Deutschland gar nicht verfügbar sind und wir jetzt das Problem haben, dass Menschen in Warteschlangen auf Corona-Testung warten. Absurder kann man sich nicht in die Ansteckungsgefahr begeben, weil wir keine Möglichkeit einer Kommunikation digital haben. Also da müssen wir vorwärts kommen. Eine weitere Frage bezüglich Verbot Rechnungskorrektur. Meinen Sie aus Ihrer Sicht, könnten die Krankenhäuser zeitnah Rechnungen trotzdem korrigieren, bevor die Rechnung von der Krankenkasse bezahlt bzw. angenommen wurde? Die Übergangsprüfverfahrensvereinbarung erlaubt ja grundsätzlich noch die Rechnungskorrektur mindestens bis zum 30.06. Und wir sehen auch, dass Korrekturen von Rechnungen aus formalen Gründen relativ problematisch durchgehen, also Dinge, wo einfach eindeutig ist, dass eine Korrektur nötig ist. Wie das ist, wenn es große zusätzliche Beträge sind, die abgerechnet werden, oder wie das ist, wenn das später kommt, können wir tatsächlich noch nicht sagen, da haben wir noch keine Erfahrung. Dann kommt eine weitere Frage, welche Problemfelder, zum Beispiel Dokumentation der verabreichten Blutprodukte, gefährden Ihrer Meinung nach vorrangig die zeitgerechte und vollständige Abrechnung? Das halte ich für ein sehr krankenhausindividuelles Problem. Das kann ich nicht allgemein beantworten. Sehe ich viele unterschiedliche Dinge. Was ich nicht sehe, ist, dass es eine große Zahl von nachlaufenden Befunden ist, die die Abrechnung verzögern. Das wird ja aber gerne gesagt, uns fehlt noch die Histologie, wir können nicht abrechnen. Ja, das gibt es. Aber das gibt es nicht in 90% der Fälle. Das gibt es in einem kleinen Teil der Fälle. Und das halte ich eher ein bisschen für ein Totschlagargument. Dann kommt hier, das Problem ist leider nicht lokal. Auch andere Teilnehmende haben dieses Problem. Diese Frage verstehe ich nicht. Das müssten Sie bitte nochmal erläutern und die Frage vielleicht nochmal konkretisieren. Dann eine weitere Frage, wie viel Prozent der Rechnungen wurden denn bisher wieder storniert, weil etwas gefehlt hat? Meiner Meinung nach entsteht hier der Eindruck, dass sehr viele Rechnungen falsch übermittelt werden.
Was ist denn der Hauptgrund der Stornierung? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Dazu müssten wir Krankenkassen befragen. Wir haben heute keinen Krankenkassenvertreter da. Dann weiß ich es nicht. Es geht auch, glaube ich, gar nicht darum, dass falsch übermittelt wird, sondern es geht darum, dass Rechnungen korrigiert werden, weil einfach zum Beispiel eine Fallzusammenführung stattgefunden hat und eine Korrektur notwendig ist. Irgendwelche Formalien wie Entlassgründe, Verlegungsgründe vom Code her falsch waren. Das passiert einfach mal. Ist auch nichts dabei, das zu korrigieren. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, was ist eine erlösoptimierende Rechnungskorrektur? Wenn das eine Handvoll Mal passiert, ist der Schmerz sicher kleiner bei den Kassen, als wenn plötzlich 500 Abrechnungen nachträglich nochmal reinkommen. Ja, vielen Dank. So, ich glaube, dann sind wir im Moment mal mit den Fragen durch. Dann Herr Dr. Schlosser, ich sehe ihn im Moment nicht. Ist er wieder zugeschaltet? Oder? Ich bin dabei, Herr Professor Halbe, ich bin dabei und ich habe meine Folien der technischen Regie zur Verfügung gestellt. Ja. Und nun weiß ich nicht, inwieweit wir das riskieren können, dass wir nochmal von meinem Rechner aus das starten. Nein, Frau Deister hat die Folien auch von uns erhalten. Frau Deister, Sie müssten sie bekommen haben. Das heißt, Sie können sie auch direkt ausführen. Genau, die Präsentation müsste zu sehen sein. Ja, die ist zu führen. Und ich möchte das vielleicht gerade auch noch ein bisschen aufnehmen, was Nikolai von Schröders jetzt gesagt hat. Ich glaube, da sind ein paar ganz wichtige Dinge dabei. In der Pressekonferenz von Herrn Spahn von einer guten Stunde oder sowas wurde auch ausdrücklich gesagt, dass Kolleginnen und Kollegen vom MDK oder MD, sag ich mal, auch bewusst in die Kliniken zurückgehen sollen in der derzeitigen Lage. Also da werden wir in den nächsten Wochen, ich glaube, sehr, sehr drastische Entwicklungen sehen. Uns als Softwareanbieter fällt es natürlich in so einer Situation auch genauso schwer wie allen anderen, da jetzt ganz kurzzeitig drauf zu reagieren. Von meiner Seite nur so viel vorweg. Ich bin der festen Überzeugung, dass die medizinische Dokumentation auch gerade in diesen Zeiten eine elementare Bedeutung hat und haben wird. Wenn wir da vernünftig mit umgehen wollen, brauchen wir valide Daten. Ja, wir brauchen möglichst alle Informationen über jeden Patienten, der das Coronavirus hat. Wir brauchen jede Nebendiagnose, denn diese Krise wird auch ein Stückchen mit Daten bekämpft werden müssen. Das heißt, wir brauchen so viel Informationen zu diesen Patienten, die wir noch kriegen können. Da bin ich ganz fest von überzeugt und ich bin auch der festen Überzeugung, dass dies auch Einfluss auf das Outcome hat. Das ist ja auch etwas, was wir vielleicht unter den DRG-Bedingungen in den letzten Jahren immer vergessen haben, dass die medizinische Dokumentation kein Selbstzweck ist, um eine DRG zu ermitteln, sondern dass es extrem wichtig ist, um auch die Patientenversorgung auf ein qualitativ hohes Niveau zu bekommen. Wir seitens Idee stellen hier weiterhin Tools zur Verfügung natürlich. Die werden auch adaptiert, sage ich mal, mit einzelnen Funktionen. Ich denke auch, solche Themen wie fallbegleitende Codierung werden in nächster Zeit eine ganz andere Rolle spielen müssen, weil wir halt einfach die Ressourcen besser einsetzen müssen. Ich denke, die Analysewerkzeuge werden viel mehr Daten mit einbeziehen müssen aus anderen Bereichen, also nicht nur die reinen DRG-Daten, sondern wir werden viel mehr Informationen aus anderen Bereichen brauchen. Und das sind auch Dinge, an denen wir maßgeblich natürlich arbeiten. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir gerade jetzt auch zum DRG-Forum eine Publikation vorbereitet haben, die natürlich diese Aspekte auch aufgreift. Die ist online verfügbar oder wird auch als Print verfügbar sein. Also wer daran Interesse hat, kann sich das gerne ansehen und wir stehen auch gerne. Ansonsten wird es jetzt natürlich für uns alle als Organisation, sage ich mal, den Betrieb aufrechtzuerhalten, die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern so gut es geht zu unterstützen. Und ich wünsche uns allen dabei nötige Kraft und Ausdauer, dass wir das schaffen werden. Also als unseren Beitrag wollen wir ganz sicherlich leisten im Rahmen unserer Möglichkeiten. So, und jetzt kann Herr Schlosser vielleicht ja noch das eine oder andere zeigen.
Ja, Frau Deister, können Sie mir den Mauszeiger übergeben? Also wir waren, glaube ich, bei Folie 6 oder 7. Genau, sonst würde ich einfach weiterklicken, wenn Sie mir ein Zeichen geben. Okay, dann machen wir einfach mal weiter, die ersten 5 Folien. Durch. Weiter. Genau, also hier waren wir stehen geblieben. Letztendlich, wir haben die von uns hergestellten Werkzeuge dementsprechend angepasst. Sie können sich im Cockpit vom Idefix entsprechend von uns vorbereitete Dashboards anzeigen lassen. Und Sie können natürlich auch ganz individuell, sieht man meinen Mauszeiger? Das? Ja, sieht man gut. Sie können auch selber diese Dashboards sich nach Ihren eigenen Anforderungen zurechtbauen und auch entsprechende Berichte generieren, die dann nachts erstellt werden und früh dem entsprechenden vorher definierten Empfängerkreis zur Verfügung gestellt werden. Also was ich Ihnen jetzt hier zeige, das ist natürlich alles statisch, aber hier haben Sie zum einen mal die unbeanstandeten Prüfungen, die Prüfquoten zu sehen. Letztendlich sind mit Testdaten. Sie sehen das relativ wenig. Wir haben natürlich aus Datenschutzgründen keine großartigen Klinikdaten zur Verfügung. Wir müssen uns das selber zurecht stricken und um auch die entsprechenden Fälle zu testen. Und hier sehen Sie einfach jetzt mal ein paar Beispiele, wie wir das im Idefix dort darstellen können. Jetzt mal bitte die nächste Folie. Gut, da können wir drüber weggehen. Ja, das ist jetzt erstmal, was Sie hier unten sehen, ist geplant. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, wir haben die neuen Fristen bereits implementiert. Wir haben auch den neuen Punkt Erörterung vor Klageerhebung. Das heißt, Sie wissen, wir müssen, oder die Krankenhäuser müssen, bevor sie sich das Geld per Gerichtsklage zurückholen können, erst mit den Krankenkassen diesen ganzen Fall erörtern. Das ist ja letztendlich das, was wir aus alten Zeiten im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gemacht haben. Und vor 2 oder 3 Wochen ist ja von Seiten der Krankenkassen so eine Art Spezifikation veröffentlicht worden, wie dann diese Quartalsmeldungen an die Krankenhäuser oder überhaupt an die entsprechende Öffentlichkeit gerichtet werden, wie das zu strukturieren ist. Und wir haben uns dazu mal Gedanken gemacht und wir werden also spätestens zum Jahresendrelease dann eine entsprechende Umsetzung hier haben. Das ist erstmal nur eine Idee aus der Entwicklung, wo man praktisch sehen kann, welche Krankenkasse hat wie viel geprüft, beziehungsweise also die eingeleiteten Prüfungen, wie viel wären maximal zulässig gewesen und was ist abgeschlossen worden, positiv, negativ und so weiter. Problem bei der Sache ist, wir können nur anhand des Rechnungsdatums ermitteln, das praktisch das Abrechnungsquartal. Die Krankenkassen haben natürlich signalisiert, dass ihrerseits nur anhand des Rechnungseingangs bei der Krankenkasse das Ganze ausgewertet und strukturiert werden kann. Und da gibt es natürlich einen gewissen Bias, den wir hier in unserem Tool nicht abbilden können. Denn letztendlich, es wird so sein, dass die Meldung der Krankenkassen das letztendlich Verbindliche ist. So, jetzt mal bitte die nächste Folie. Okay, das war jetzt so die kleinen Sachen zum IDEFIX und kommen wir weiter zum anderen Produkt, das ID Clinical Context Coding. Das sehen wir deutlich als Unterstützung des Codierprozesses und letztendlich der Abrechnung, indem den Krankenhäusern dort die Möglichkeit gegeben wird, mit technischer Unterstützung fallbegleitend zu kodieren. Das kann schon losgehen im Prinzip beim Aufnahmegespräch, wo dann entsprechende Dokumente entstehen und die dann über Nacht oder auch direkt online ausgewertet werden können. Ich nehme mal die nächste Folie, bitte.
Okay, das ist nochmal eine kurze Zusammenfassung gewesen. Das ist natürlich auch schon von Herrn von Schröders mit Landwirten. Wir müssen zeitnah und natürlich vollständig abbrechen. Und die Dokumentation muss digital letztendlich zur Verfügung stehen, um dann auch eine höhere Datenqualität gewährleisten zu können. Identifizierung abrechnungsrelevanter Leistungen direkt im Arbeitsprozess oder über Nacht. Das macht dann unser System. Ich will Ihnen dann einige Beispiele dazu vorstellen. Und es werden Vorschläge generiert und die entsprechenden Nachweise mit angezeigt. Bitte die nächste Folie. So, das ist jetzt mal ein Beispiel aus einer Aufnahmedokumentation. Dennoch hier sind Dokumente, die, wenn sie nicht handschriftlich vorliegen, wie leider noch in vielen Krankenhäusern, die wir, sofern sie digital sind, oder irgendwie maschinell lesbar, die wir hier auswerten können und analysieren können. Also es sind alle möglichen Befunde, Laborberichte, was auch immer dort möglich. Wir lesen das aus und können dann entsprechende Leistungen identifizieren und in die Arbeitslisten eintragen. Hier zum Beispiel nur durch einen Klick praktisch auf das entsprechende markierte Textstück, jetzt schlecht möglich aufgrund der Statik der Präsentation natürlich, wird in der Arbeitsliste ein entsprechender ICD-Code vorgeschlagen und mit einem Klick bzw. mit einem Doppelklick geht das dann in die Codierung, sofern auch entsprechende Nachweise der notwendigen Aufwände vorliegen. So, bitte die nächste Folie. Okay. Ja, ich habe hier jetzt mal, was Sie rechts sehen, den GAIP-Bogen, den können die meisten aus dem Krankenhaus natürlich auch. Ich habe drüber geschrieben, demnächst, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir wollen natürlich aus der Dokumentation, die wir analysieren, dort auch entsprechende Fakten generieren, mit denen wir dann den GAEP-Bogen füllen können und der dann auch mit letztendlich zur Begründung der stationären Behandlungsnotwendigkeit genutzt werden kann. Die nächste Folie. Okay, hier habe ich nochmal aufgeführt, letztendlich, wir bilden eine Arbeits-DRG, die entsprechend der angebundenen Subsysteme und entsprechend der Anzahl der zur Verfügung stehenden Informationen immer präziser wird und die wir dann letztendlich auch zur Verweildauersteuerung verwenden können oder beziehungsweise Sie zur Verweildauersteuerung und zum Bettenmanagement heranziehen können. Das Clinical Context Coding, ich werde es dann künftig nur noch CCC nennen, damit die Präsentation sich nicht ganz so sehr in die Länge zieht, unterstützt natürlich nicht nur das fallbegleitende Codieren, sondern auch die abschließende Vidierung beim Medizincontrolling oder durch den DRG-Beauftragten. Und letztendlich auch dann die Vorbereitung einer eventuellen Prüfung durch den medizinischen Dienst. Das System macht Querprüfungen zwischen der Codierung und der vorhandenen Dokumentation. Das heißt also, finden wir zu jedem bereits Codierten, was vielleicht auch schon manuell codiert wurde und nicht maschinell durch das CCC, finden wir dort zu jeder codierten Leistung auch die zugehörige Belegstelle in den entsprechenden Dokumenten. Dort wird angezeigt entsprechend das CCL. Und man kann auch gucken, wenn man diese CCL behafteten Diagnosen dort sieht, dann weiß man natürlich auch, das wird sehr gern von Krankenkassen bzw. medizinischen Dienst geprüft und man kann hier dann im System direkt nach den entsprechenden Belegstellen suchen. Das zeige ich Ihnen im Anschluss auch noch. Dann wurden auch Textstellen gefunden, die auf entsprechende Leistungen zurück hinweisen, aber noch nicht in der Codierung vorhanden sind. Auch da gibt es entsprechende Hinweise und Sie können danach in der Dokumentation suchen. Bitte die nächste Folie, Frau Geister. Okay, hier sehen wir jetzt mal so einen Fall. Und zwar wird hier darauf hingewiesen, dass ein Code, nämlich der Morbus Parkinson, den sehen wir hier links in der Arbeitsliste im linken mittleren Drittel,
Morbus Parkinson wurde noch nicht in der Echtkodierung gefunden und CCC hat hier ganz unten zu sehen in der Medikation ein Medikament gefunden, Amantadin, der eine oder andere wird es kennen, ausschließlich zur Behandlung des Morbus Parkinson indiziert. Das heißt also, unser System erkennt Medikament, Amantadin, Morbus Parkinson, warum hast du das nicht kodiert? Weist dann in der Arbeitsliste darauf hin. Und mit einem Doppelklick können Sie das dann entsprechend in die Echtkodierung mit übernehmen. Bitte die nächste Folie. Genau, hier ist das nochmal herausgezogen. Das heißt also, das ist einfach nur, dass dieses Teil hier links vergrößert mit dem Morbus Parkinson. Mindestens eine indizierte Medikation wurde dokumentiert. Gut, so. Im Rahmen der medizinischen Dienstprüfungen ist es notwendig, die Diagnosen oder Therapien zu belegen. Wir können mit CCC diese Textstellen direkt in den Dokumenten anzeigen. Sie müssen das nicht mehr aufwendig suchen, nicht mehr blättern und so weiter. Das heißt also, es wird direkt dann mit darauf hingewiesen, wo es zu finden ist. Wir haben eine semantische Suche. Das heißt also, Sie können nach bestimmten Sachverhalten, wie zum Beispiel, warum ist jetzt plötzlich der Aufenthalt länger geworden? Ich meine, wir reden jetzt mal nicht von den unschönen Montagsentlassungen, aber unvorhergesehene Verweildauerverlängerungen, weil eben die Anschlussbehandlung nicht gewährleistet konnte oder das Verlegungskrankenhaus nicht so schnell freiräumen konnte. Wir können das mit der semantischen Suche schnell finden und auch dann der Kasse mit zur Verfügung stellen. Direkt, wenn die MDK-Prüfung, verzeihen Sie mir, wenn ich ab und zu nochmal in MDK verfalle, also MDK oder MD-Prüfung, vor Ort stattfindet, kann man das direkt am PC machen, indem man dort die fraglichen Passagen aufruft und sich dann anzeigen lässt, an welcher Stelle das dokumentiert wurde. Bitte die nächste Folie. Okay. Hier habe ich mal ein Beispiel jetzt, genau, als Suche nach aufenthaltsbegründenden Tatsachen. Warum ist der Patient entsprechend nicht zeitnah entlassen bzw. in die Reha verlegt worden? Hier habe ich einfach mal gesucht nach der Belegstelle Reha. Sie sehen das oben links. Ich habe nach Reha-Antrag gesucht und sofort wird dann praktisch die Fundstelle gefunden. Erst hier sehen Sie in der Mitte links. Wo steht es denn drin? Ah ja, in der Epikrise, in der endgültigen Epikrise. Und hier rechts, das blau markierte, haben Sie den Hinweis, der Reha-Antrag wurde gestellt. Aber erst nach 10 Tagen letztendlich kam dann der positive Bescheid, dass die Verlegung möglich ist. Bitte die nächste Folie. Okay, hier auch nochmal ein Beispiel zu dieser semantischen Schlagwortsuche. Sie können sich einfach ein Schlagwort nehmen. Nehmen wir einfach mal hier im Beispiel, habe ich jetzt Diagnostik eingegeben und sämtliche Passagen in der vorhandenen und von CCC analysierten Dokumentation werden aufgeführt, wo irgendein Bezug zur Diagnostik ist. Wenn Sie in der Mitte einfach mal runterschauen, levokardiografisch, dann kommt das Schluckecho, die Koronarangiographie, Esophagogastroskopie und so weiter. Also einfach hier sämtliche Bezüge zu dieser semantischen Suche und rechts im Text finden Sie dann auch die dazu markierten Begriffe. Bitte die nächste Folie. Genau. Das ist einfach das Gleiche nochmal in groß. Also man empfiehlt natürlich immer bei der Codierung, dass man 2 Bildschirme hat. Ich weiß, das ist noch leider noch nicht überall der Fall. Man sollte nochmal drüber nachdenken, ob nicht wenigstens dann die armen Codierer mit 2 Bildschirmen ausgestattet werden, sodass man sich auf dem einen Bildschirm die Ergebnisse von unserem CCC anzeigen kann und im linken Bildschirm dann das Codiertool, vorzugsweise natürlich der Diakos. So, dann mal bitte weiter. Genau. Okay, wir haben natürlich, wir finden nicht nur Diagnosen und Prozeduren, wir finden auch Zusatzentgelte, die jetzt nicht so direkt an
wirklich ausgeschriebene Leistungen gebunden sind. Das ist natürlich auch unserem dank unseres semantischen Netzes. Sie sehen hier einfach in der Epikrise, im Anamnesegespräch wurde vermerkt, dass die Patientin oder der Patient an ein APD angebunden ist und die semantische Suche verweist dann entsprechend auch auf die zugehörigen OPS, das heißt auf die Peritonealdialyse, und Sie können dann entsprechend auswählen, welcher Code dort zu kodieren ist. Was hier jetzt noch nicht realisiert ist, das ist natürlich die Zeit. Wenn aber eine Zeit angegeben wurde im Dokument, das heißt also, wir führten über einen Zeitraum von 96 Stunden Peritonealdialyse durch, dann wird das auch entsprechend gefunden und der Code für die 96 Stunden, also die 885722, würde bei den Codiervorschlägen hier entsprechend angezeigt werden. Ebenso sehen Sie rechts, Pflegegrad 5 wurde hier auch markiert. Auch solche Begriffe werden entsprechend vom CCC in die dazugehörigen OPS übersetzt. Wir können natürlich auch mit der Pflegestufe, die vereinzelt noch im Sprachgebrauch ist, umgehen, und das wird dann entsprechend auch in den jetzt geltenden Pflegegrad umgerechnet. Bitte die nächste Folie. Okay, jetzt kommen wir mal wieder zur MDK-Prüfung oder MD-Prüfung. Das heißt also, wenn beispielsweise angefordert wird, eine Candidose, die ja in dem Fall jetzt hier nicht, Sie sehen das links, dass sie nicht CC behaftet ist, aber es könnte ja durchaus sein, in einem anderen Zusammenhang, dass das mit zur Prüfung käme, dann würde diese Diagnose oder die entsprechende Prozedur einfach in der Arbeitsliste angeklickt werden. Dann sehen wir entsprechend in den analysierten Dokumenten, wo dort die Belegstelle dafür ist. Und Sie sehen auch hier direkt, das dazugehörige Medikament wurde ebenfalls mit markiert. Gut, bitte die nächste Folie. Okay, summa summarum, im Rahmen der MDK-Prüfung kann man dann die entsprechenden Belegstellen exportieren. Wir haben da einen Button implementiert. Wenn der angeklickt wird, dann wird ein entsprechendes PDF-Dokument, und das ist aber nicht so ein PDF-Dokument, wie wir es vielleicht aus der Bundesanzeiger-Veröffentlichung kennen, sondern es ist ein verlinktes PDF-Dokument. Sie sehen links, dass praktisch hier jeweils der entsprechende kodierte ICD bzw. OPS aufgeführt wird und dann auch die dazugehörige Belegstelle. Und hier rechts sehen Sie dann, das ist also praktisch das Inhaltsverzeichnis des PDFs, und man kann dann direkt auf die zugehörige Belegstelle springen. Bitte die nächste Folie. Okay. Ja, Erkennung von Aufwänden. Also relativ einfach ist das natürlich, wenn man eine entsprechende Prozedur hat. Wir haben zum einen die Appendizitis und wir haben dann auch eine Appendektomie. Ich habe das hier jetzt mal in der Horizontalen geteilt. Das heißt also, das ist eine Kodierung. Hier haben wir lediglich die ICD, zugehörige ICD kodiert, und wir haben hier ein kleines blaues Bett. Ich habe das rechts am Rand nochmal rausgezogen. Dieses Symbol signalisiert, es wurde ein entsprechender Aufwand in der Dokumentation gefunden, aber die dazugehörige Prozedur ist noch nicht kodiert. So sieht das entsprechend aus. Man würde dann im Echtsystem auf diese Appendektomie, auf die man ja schon darauf hingewiesen wurde, klicken, und das kann man dann direkt, werden praktisch die entsprechenden OPS vorgeschlagen. Hier natürlich, weil es sich direkt auch um eine konventionelle Appendektomie handelt, die 54700. Und wenn man dies getan hat, wird dann auch das ehemals blau markierte Bett, was ja praktisch den nicht kodierten Aufwand zeigt, in ein
grünes Bett umgewandelt, sodass man sagen kann, okay, die Dokumentation ist jetzt vollständig. Das heißt, sowohl die Codierung als auch die dazugehörige Dokumentation ist abgeschlossen. Jetzt mal bitte das nächste Bett. Bild, nein, ich natürlich. So, was wir auch erkennen, das sind natürlich entsprechende Medikamente. Die habe ich jetzt hier nicht aufgeführt. Das hatten wir gleich zu Beginn mit dem Amantadidin. Aber jetzt haben wir hier Laborwerte und Sie sehen schon, das Kreatinin ist hier doch etwas erhöht und das, was Sie unten sehen, das ist ein Mouse-Over. Das wird also vom System angezeigt, dass es sich hier entsprechend um eine akute Niereninsuffizienz im Stadium 3 handelt. Und hier werden entsprechende Codes vorgeschlagen. Praktischerweise wird das jetzt auch noch nach den INEC-Häufigkeiten sortiert, sodass man dann die eher weniger in der Praxis vorherrschenden Diagnosen Rindennekrose, Marknekrose bzw. Tubulusnekrose dann nach unten sortiert hat und dann direkt das akute Nierenversagen im Stadium 3 weiter oben oder an erster Stelle findet. Ja, jetzt mal, es dürfte gar nicht mehr viel kommen, machen wir es bitte weiter. Ja, jetzt haben wir nochmal doch Medikamente, also hier wurde entsprechend nach Belegstellen für die E1190 gesucht. Sie sehen das hier oben in der Mitte, letztendlich auch wie im Rahmen für eine MDK-Prüfung. Und da sehen Sie hier, wir haben dann nur die Medikamente hier angezeigt, zum einen Metformin und Delix hatte mich auch gewundert, aber steht mit in der Indikationsliste von Ramipril, dass das auch bei Diabetes mellitus mit angewendet wird. Und dementsprechend wird auch dieser Code auf der Arbeitsliste mit vorgeschlagen. So, mal bitte das nächste Bild. Okay, das war's schon mit dieser kurzen Präsentation. Wir sind natürlich gern bereit, Ihnen dann auch in individuellen Präsentationen unser System und unsere Systeme vorzustellen. Gut, das war's. Herr Dr. Schlosser, vielen herzlichen Dank für diesen sehr informativen, sehr instruktiven, sehr engagierten Vortrag. Ich denke, man hat gesehen, dass eine entsprechend gute Software sehr, sehr hilfreich ist und natürlich auch unverzichtbar ist. Die nächste Frage wäre diese. Ich würde ergänzend noch mal ganz kurz sagen, Sie hatten eben darauf hingewiesen, dieses Erörterungsverfahren. Vielleicht einfach nur ergänzend, dass am 5.3.2020 das Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz verabschiedet worden ist. Hat eigentlich überhaupt nichts mit dem MDK zu tun, aber wir haben ja momentan eine Zeit, da ist die Gesetzesmaschinerie im Moment ist etwas gehemmt, aber sie war ja sehr, sehr aktiv. Und dass immer Themen, die dann nachgearbeitet werden, werden an andere Gesetze drangehängt. Und hier hat man eine Regelung getroffen, genau zu diesem Erörterungsverfahren. Es gab da ja verschiedene Fragestellungen schon zu, beziehungsweise Probleme, die man gesehen hatte von juristischer Seite. Es ist jetzt durch den Gesetzgeber klargestellt worden und der entsprechende Paragraph im KG ist entsprechend auch geändert worden, dass das Klagevoraussetzung als Durchführung oder Klagevoraussetzung ist Durchführung des Erörterungsverfahrens nur solche Fälle betrifft, die nach Veröffentlichung der maßgeblichen Vereinbarung zum Erörterungsverfahren betrifft, die dann erst danach aufgenommen worden sind. Und das gilt auch rückwirkend ab dem 01.01.2020. Das heißt, die Probleme in diesem Kontext, die haben wir im Moment nicht. Wir müssen abwarten, bis erstmal die Veröffentlichung der Vereinbarung eben da ist. Das vielleicht nur kurz ergänzend dazu. Sind konkret jetzt im Moment noch Fragen? Ich sehe es nicht zum letzten Vortrag von Herrn Dr. Schlosser. Ich würde vielleicht meinerseits Sie als Referenten, Diskutanten einfach mal ganz kurz fragen, wenn man sich diese MDK-Reform einfach mal anschaut, was wollte der Gesetzgeber damit letztendlich? Ja, er wollte, Sie hatten, das fand ich gut, Herr Schlosser, Sie hatten häufiger mal gesagt, sehen Sie es mir nach, wenn ich nicht MD, sondern MDK sage. Es sollte ja dieser MD gestärkt werden, die Position sollte gestärkt werden. Da wäre meine Frage eben mal,
Wie sehen Sie das? Ist der MD, Klammer auf, K, Klammer zu, gestärkt worden? Ist, ich sage das mal ganz provokant, einfach so ein Rechtsformwechsel, also hin von Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, verändert das inhaltlich so viel? Wenn ich sehe, im Verwaltungsrat haben wir weiterhin keine Krankenhausvertreter, Mehrheit Krankenkassenvertreter. Man könnte provokant sagen, die Krankenkassen bleiben doch nach wie vor die Herren des Verfahrens. Es gibt nach wie vor keinen Ombudsmann für die Leistungserbringer. Und ob im Tagesgeschäft, im operativen Tagesgeschäft sich so viel verändert, weiß ich nicht. Das können Sie vielleicht viel besser beurteilen. Und insbesondere, das würde ich auch noch mal gerne diskutieren, wenn ich so viele Profis da habe. Es wurde ja seitens der Krankenhäuser immer wieder diskutiert und vor allen Dingen auch kritisiert, dass wir letztendlich eine Rechnungsprüfung auf Augenhöhe überhaupt nicht sicherstellen können, weil wir den berühmten Facharztstandard nicht sicherstellen. Da hat sich ja leider auch nichts getan, also betreffend natürlich die Situation auf Seiten der MD-Ärzte. Und deswegen die Frage, wie sehen Sie das? Wird das was verändern oder bleibt das alles? Also ich persönlich sehe jetzt durch diese Rechtsformänderung keinen wirklichen Sinneswandel. Sehen Sie es mir zurück, ich bin jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr in der Klinik tätig, aber ich habe natürlich Erfahrungen mit MDK-Gutachtern höchst unterschiedlicher Dignität. Und letztendlich ist es ja so, nur die Änderung des Namens, das ändert ja nichts in den Köpfen. Und letztendlich, man weiß es nicht. Es wird ja ohnehin eine große Änderung im Prüfverhalten geben. Herr von Stolters hatte es schon angesprochen. Man muss jetzt einfach mal abwarten, welche Dinge werden konkret geprüft. Ich glaube nicht mehr, dass es der Langlieger ist, der einen Tag mit 205 Euro durchgeht oder so. Das werden dann tatsächlich wirklich die großen Würfe sein. Und da muss man einfach sehen, wie sich auch der MDK letztendlich dort aufstellt und die Sache bewertet. Also wie gesagt, aus meiner Sicht, letztendlich die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube nicht, dass sich dort tatsächlich große Dinge ändern werden. Vielen Dank. Herr Dr. von Schröders, haben Sie da noch? Ja, also das ist eine problematische Situation, denn aus unserer Sicht ist der Kern des Problems gar nicht die fehlende Unabhängigkeit des MDK oder die vorhandene. Der MDK hat ja schon immer gesagt, er sei unabhängig. Und dann sollte er plötzlich noch unabhängiger werden. Das ist ja interessant, dass es davon einen Komparativ gibt. Vielleicht ist er im nächsten Gesetz dann im Superlativ unabhängig. Das ist aber gar nicht der Kern. Der Kern ist doch, wer hat das Prüfregime? Wer führt das? Wer hat das Heft in der Hand? Wer sagt, wo es lang geht? Und was ist das Ziel der Abrechnungsprüfung? Und der Gesetzgeber hat eben leider nicht konsequent das Ziel verfolgt, ein System zu schaffen, das eine systematisch über alle Krankenhausträger, alle Krankenhauseinrichtungen richtige Abrechnung anstrebt, sondern er hat ein System belassen, das den Krankenkassen ermöglicht, im Wettkampf darum, wer prüft am besten, wer prüft am meisten raus, ein Wettbewerbsinstrument zu erhalten. Das brauchen die Kassen. Das ist aus unserer Sicht ein Fehler, dass Wettbewerb zwischen Krankenkassen sich nicht um Qualität, sich nicht um gute Versorgung dreht, sondern sich darum dreht, wer die meiste Kohle rausholt. Und das ist ein leider geschehener Fehler, dass man hier nicht ein System wie zum Beispiel Stichprobenprüfungen etabliert hat. Man einfach sagt, wenn eine Klinik grundsätzlich richtig abrechnet, dann macht sie auch mal was falsch, mal nach oben, mal nach unten. Aber wenn das eine gewisse Quote nicht überreicht und überschreitet, dann ist es fein. Das wäre gut gewesen, das hat man sich nicht getraut. Da ist der Einfluss der Kassen auch sehr, sehr groß. Und darum wird das nicht substanziell etwas ändern. Allerdings müssen wir auch sagen, das ist ja nicht alles nur negativ. Wir haben auch wirklich gute Dinge. Wir haben eine Reduktion der Prüfquoten. Das war ja auch ein Ziel, Bürokratieabbau. Witzig finde ich immer, wenn man mit den MDK anspricht, sagen die, ja, wir brauchen jetzt aber trotzdem gleich viel Personal.
also vielleicht gar mehr. Frage ich mich immer, warum? Also wenn ihr von 22% auf 12,5% Prüfquote kommt und die Bayern mit einem Personalschlüssel, der ähnlich ist wie bundesweit, auch Strukturprüfungen hinkriegen, warum sollt ihr dann jetzt nicht mit weniger Personal auskommen? Wäre ganz schön, da können wir wirklich was abbauen. Und auch ein einfacheres Prüfregime würde natürlich auch ein Personal, also eine Kapazitätsfreisetzung zugunsten der Patientenversorgung über Deutschland ermöglichen. Und das sehen wir jetzt gerade ja ganz aktuell. Das ist jetzt mal eine Chance. Vielleicht können wir sie greifen. Sehe ich auch so. Ja, vielen Dank. Und für mich wäre noch eine weitere Frage. Der Gesetzgeber hat ja auch gesagt, er will letztendlich AOP-Katalog weiterentwickeln, um letztendlich eine Streitreduktion im Bereich dieser primären Fehlbelegung, die ja nach wie vor auch einen ganz, ganz wesentlichen Anteil hat, eben herbeizuführen. Wie sehen Sie da die Chancen? Schlosser, wollen Sie beginnen? Ich bin gerade abgelenkt gewesen. Entschuldigung, wenn Sie die Frage bitte nochmal stellen können, Herr. Ich wollte nur sagen, es ist, oder die Frage stellen eigentlich, der Gesetzgeber hatte verschiedene Ziele gehabt und ein Ziel war unter anderem, jedenfalls liest man das eben so, dass die Weiterentwicklung des AOP-Kataloges letztendlich das Ziel haben soll, dass Streit im Bereich primäre Fehlbelegung reduziert wird. Und da habe ich nur gefragt, für wie realistisch halten Sie das denn, dass tatsächlich dass das A zeitnah auch erfolgt? Da haben wir ja auch noch so ein bisschen was vor uns, jetzt ja noch eine längere Frist. Und B eben auch, wie realistisch ist das, dass wir da eben auch letztendlich die Streitzahl reduzieren, weil darum geht es ja eigentlich auch. Ich sage mal, ein primärer Aspekt war ja auch, ich muss sagen, bei uns war es so, 2018, Ende des Jahres, gab es so eine Wahnsinnszahl von Klagen, da waren es die Kostenträger, Stichwort Verjährung. Dann haben wir gedacht, okay, das haben wir einigermaßen geregelt, dann in 2019 wird das MDK-Gesetz kommen, da wird das alles ganz anders. Ja, Pustekuchen, da war es dann eben umgekehrt. Die Zahl der Verfahren war genauso erschlagen wie im Vorjahr, nur diesmal eben von der Krankenhausseite. So, das will man ja letztendlich dann eben reduzieren. Verschiedene Maßnahmen, eine eben AOP letztendlich Anpassung. Und da ist die Frage, für wie realistisch halten Sie das? Naja, wir haben ja eigentlich seit vielen, vielen Jahren schon einen AOP-Katalog. Und es hätte vielleicht doch mal ein bisschen eine finanzielle Reform dieses AOP-Kataloges stattfinden müssen, indem es ist ja so organisiert, dass dort letztendlich die Krankenhäuser zum gleichen Tarif abrechnen müssen, wie das ein niedergelassener Arzt tut. Und das ist aus meiner Sicht die Krux dabei, weil dort natürlich ein ganz anderes auch administrativer und technischer Aufwand im Krankenhaus herrscht, als in so einer Arztpraxis. Und wenn man dort tatsächlich die finanziellen Erlöse anders einstellen würde und dann natürlich auch bestimmte Dinge, wo wir seit Jahren dafür gekämpft haben, dass das endlich mal in den AOP-Katalog aufgenommen wird, wie beispielsweise eine Kardioversion, die kein ambulanter Doktor macht oder eine Entfernung von irgendwelchen, sagen wir mal, Event-Recordern oder so, die kein ambulanter Kardiologe macht, weil er sagt, nö, ich habe es ja auch nicht eingebaut. Und das Krankenhaus büßt dort regelmäßig ein, weil einfach das nicht, zwar nicht im AOP-Katalog ist und dann der MDK regelmäßig sagt, wenn es denn geprüft wird, na, es ist ja keine stationäre Notwendigkeit. Das ist auch so, aber wir abbrechen können wir es auch nicht. Ich denke da auch an bestimmte Probeexzessionen und andere Dinge, die einfach in der Ambulanz nicht gemacht werden, zum Teil aufgrund mangelndes Angebotes, also wirklich zu wenig Ausstattung mit den entsprechenden Fachärzten und im Krankenhaus dann das letztendlich gemacht wird, aber du kannst es nicht dir refinanzieren, weil der MDK dann folgerichtig sagt, nö, hätte lange ambulant gemacht werden können. Aber naja, wie gesagt, das wäre eigentlich eine Reform des AOP-Katalogs. Wir müssen den nicht neu machen. Der muss nur einfach mal auf richtig vernünftige Grundlage gestellt werden. Das ist meine Meinung dazu. Ja, ich glaube, das macht schon sehr deutlich, wie vielschichtig die Problematik an der Stelle ist. Es ist ja ganz eindeutig, dass wir Behandlungskapazitäten für eine gute ambulante Behandlung von Patienten dort brauchen, wo sich durch den Fortschritt auch der Medizin, es
möglich geworden ist, Patienten ambulant zu behandeln, rein sachlich, die man früher stationär behandeln musste. Das wollen wir. Das können Krankenhäuser aber aktuell nicht gleich billig wie niedergelassene Ärzte. Und niedergelassene Ärzte können es zu dem Preis, den es dafür gibt, ja auch schon lange nicht mehr, darum machen sie es ja auch nicht. Darum sind ja viele Leistungen letztlich in einem Zwischennirvana. Der Niedergelassene möchte sie nicht erbringen, weil sie für ihn nicht kostendeckend sind. Das Krankenhaus hat gar keine Chance, weil es den Niedergelassenen nicht enttäuschen möchte, wenn der Patient vom Niedergelassenen in die Klinik kommt. Macht es dann notgedrungen auf eine AOP-Leistung oder aber eben doch stationär, wenn hier die AOP-Leistung eben nicht kostendeckend ist. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir zwei Dinge im Fokus haben. Zum einen müssen wir im Fokus haben, dass wenn wir wollen, dass Krankenhäuser ambulante Behandlungen vermehrt erbringen, dann müssen wir ihnen nicht nur einen adäquaten Erlös bieten, denn adäquater Erlös heißt ja für effiziente Leistung. Wir können ja nicht sagen, wir wollen Ineffizienzen finanziert haben. Das ist keine gute Sache. Sondern wir müssen Strukturen schaffen, die so effizient arbeiten können wie eine Arztpraxis. Und wenn ich einen Patienten in meiner stationären Struktur ambulant behandle, dann kann das nie so effizient funktionieren wie in einer gut strukturierten Arztpraxis. Aber die Investitionsmittel, um so etwas aufzubauen, werden den Kliniken ja überhaupt nicht zur Verfügung gestellt. Und die große Herausforderung ist, dass wir daraus resultierend eigentlich einen dritten Sektor bräuchten. Und ein dritter Sektor hat Feinde auf allen Seiten. Das möchte eigentlich keiner so richtig haben. Da möchte keiner die Verantwortung für haben. Keiner möchte Budgetanteile dafür abgeben. Und rein inhaltlich ist es banal. Wir hätten die Poliklinikstruktur der ehemaligen DDR nicht abbauen sollen, sondern wir hätten sie ausbauen sollen. Denn genau das brauchen wir jetzt wieder. Aber das stellt natürlich dann schnell die Frage, wozu brauchen wir dann noch eine parallele ambulante Facharztschiene? Bin gespannt, ob sich dieses Thema möglicherweise auch aus Personalknappheit irgendwann dann forciert erledigt. Ich glaube, ein hochspannendes Thema, Herr Dr. von Schröder. Ich glaube, da könnte man ein eigenes Webinar raus machen. Machen wir vielleicht mal. Und weil ich glaube, dass auch unabhängig von der Frage von Finanzierung und die Struktur auch ganz klar auf dann steht, insbesondere auch in Kombination mit der Finanzierung, jetzt nicht der einzelnen Leistungen, sondern der Finanzierung der Strukturen. Stichwort auch Krankenhausfinanzierung. Ich sehe, wir sind jetzt gleich quasi mehr oder weniger durch. Fragen gibt es nicht, aber ich würde Sie vielleicht bitten, in zwei, drei Sätzen kurz zum Schluss zusammenzufassen. Ja, das Thema war Neustart des Prüfregimes. Neustart, ja oder nein aus Ihrer Sicht? Wenn ich mich nochmal einschalten kann, es gibt doch noch vier Fragen in dem F&A-Bereich. Ich sehe die leider nicht, sonst hätte ich die natürlich als erstes aufgerufen. Ich habe sie vor mir. Wenn Sie wollen, kann ich mich dann, Entschuldigung, dann machen Sie es bitte, weil ich habe ja, sie. Ja, gerne, kein Problem. Also, wir haben den ersten, das ist eigentlich überwiegend ein Kommentar, dass MDK-Prüfungen abgesagt worden sind. Ich fasse es kurz zusammen und die Frage ist, wie ein Prozedere bundeseinheitlich geregelt werden soll, wie nicht, wenn nicht durch ein komplettes Aussetzen der Prüfung, weil wir dazu, also weil die Kliniken ja gar nicht in der Lage sein können, momentan alternative schriftliche Verfahren durchzuführen. Ob es dazu Aussagen auf Bundesebene des MDS gäbe? Meines Wissens nein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der MDS sich da zu weit aus dem Fenster lehnt. Ersparen ist hoffentlich an der Stelle schnell, aber bisher hat er noch nichts mir Bekanntes dazu gesagt. Dann ist die nächste Frage, es hätte eine verpflichtende Qualitätssicherung der Gutachter, der Gutachten verordnet werden müssen, was wir dazu meinen würden. Herr Schlosser, Sie nicken mit dem Kopf, vielleicht möchten Sie dazu was sagen. Ich will mich nicht so sehr vordergrund drängen. Ja, also ich habe es ja schon vorhin gesagt, dass ich da höchst unterschiedliche Erfahrungen auch gemacht habe. Und solange man noch gesehen hatte, wer das Gutachten verfasst, da wusste man auch entsprechend um die Qualität. Aber das wurde uns ja dann vorenthalten und letztendlich nur rauskopiert. Aber aus meiner eigentlich langjährigen Erfahrung im DRG-Bereich wusste ich dann auch, als die Namen nicht mehr kamen, wer das verfasst hat, entsprechend auch der Qualität dieser ersten Gutachten. Und es war auch oftmals so, dass ich, wenn ich den einen oder anderen Namen gelesen habe,
schon mal einen Widerspruch aufgemacht habe, ohne das Gutachten überhaupt erst zu lesen, weil ich wusste, was dort kommt. Also das waren irgendwelche Textbausteine, die dort reingeschossen wurden und wo kaum eine Substanz ist. Es kam Gutachten, wo man gedacht hat, meine Güte, ist das jetzt ein EKG oder was auch immer. Das war also handschriftlich irgendwelche Dinge hingekritzelt. Das sind also Dinge, die da passiert sind. Das ist wirklich schlimm. Und auch wenn der MDK nach ISO oder irgendwas zertifiziert sein mag, es gibt leider keine Qualitätsprüfung von Gutachten. Klar steht immer drüber, ja, Gutachter so und so und Supervisor, aber ich glaube dort nicht wirklich dran. Ich weiß auch, dass die MDK-Leute unheimlich viele dieser Gutachten machen müssen und vieles wird einfach auch nur von einem, also ich will es jetzt nicht bagatellisieren, aber sagen wir mal von dem MDA vorbereitet und der Arzt, der setzt dann einfach nur, ohne das gesehen zu haben, seine Unterschrift drunter und dann geht das raus. Also die Qualität dieser Erstgutachten ist äußerst heterogen. Zumindest das in der Zeit, was ich überblicken konnte und das waren immerhin auch fast 15 Jahre. Gut, in Anbetracht der kurzen Zeit würde ich das Thema nicht mehr kommentieren, sondern in den nächsten Kommentar gehen. Das ist keine Frage, sondern ein Kommentar, der zusammengefasst sagt, dass eine transsektoral identische Vergütung für ambulante oder stationäre Leistungserbringung mit Risikoprofil des Patienten abwägend eine gute Möglichkeit wäre. Das ist ja auch eine Diskussion und soll in dem Gutachten für den AOP-Katalog ja dann auch erfolgen. Und als letztes ist Kommentar und Frage. Danke für das virtuelle DRG-Forum. Freut mich auch. Ich lese vor, ich finde das einerseits gut, dass der AOP-Katalog erweitert werden soll. Die primäre Fehlbelegung wird dadurch reduziert. Ich denke aber auch, dass viele Eingriffe ins ambulante Geschehen wandern werden und dass die gleichen Probleme erhält, sage ich mal kurz zusammengefasst. Meine weitere Frage wäre, wie machen es zurzeit die Krankenhäuser bezüglich der Erörterung, die ja seit dem 01.01.20 gilt? Wir bitten die Krankenkassen grundsätzlich bei jedem angefragten Fall um die Erörterung. Herr Halbe, und Sie vielleicht, wissen Sie wahrscheinlich mehr als ich. Ich habe dazu keine Erfahrung, darum kann ich die Frage nicht beantworten. Das war die letzte Frage, die offen war. Gut, also wenn das keine weiteren Fragen mehr bestehen, dann, wie gesagt, ich würde sagen, kurzes Schlusswort vielleicht, Herr Dr. von Schulders, Sie sind gerade dabei, sozusagen, Herr Dr. Diekmann, Herr Dr. Schlosser. Und dann müssen wir auch so langsam beenden, weil wir schon 3 Minuten überzogen haben. Ja, ja. Also ich sehe in einzelnen Punkten einen Neuanfang in der MD-Prüfung. Die Prüfquoten sind eine gute Sache, die Strukturprüfung ist eine gute Sache. Und wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, können aber auch was Gutes draus ziehen. Das Thema Digitalisierung können wir nach vorne bringen und natürlich auch den Fokus zu schauen, runterzukommen mit der Prüfmenge. Da müssen wir weiter dranbleiben. Vielen Dank. Herr Dr. Diekmann vielleicht. Ja, gern. Vielen Dank für diese engagierte Sitzung. Ich wünsche mir keinen dritten Sektor. Ich wünsche mir einen Sektor eigentlich, wo man halt alles gut abbilden kann. Das ist vielleicht zu viel gewünscht, aber ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ich wünsche mir auch, sage ich mal, dass manche Gesetze vielleicht auch ein bisschen mehr zum Ende gedacht werden. Die Klagewellen im Kontext der MDK-Reform, sage ich mal, kann keiner gewollt haben in diesem Maße. Aber wir haben auch andere Gesetze. Sie sprachen es an, Professor Halbe, MDR. Wir haben bis heute keine relevante Anzahl von benannten Stellen, um überhaupt der MDR sinnvoll auseinandersetzen zu können. Gleichzeitig tickt noch die Uhr bis Mitte Mai. Das heißt, da kommen wir in unnötigster Weise in der ganzen Branche unter erheblichen Druck. Also das ist auch nicht gut. Und ansonsten würde ich mir wünschen, dass vielleicht auf beiden Seiten die Fehlanreize, die wir in diesem System haben, in dem wir uns bewegen, doch auf beiden Seiten doch versuchen wir sollten, mal strukturell zu reduzieren. Herzlichen Dank. Herr Dr. Schlosser, vielleicht noch zum Schluss. Ja, also ich hoffe ja, dass mein kurzer Vortrag den einen oder anderen ein bisschen angefixt hat und dass wir die Gelegenheit bekommen, dann direkt mit einer Live-Schaltung, also quasi ins Krankenhaus, dann unser System direkt vorstellen und zwar nicht mit
mit statischen Bildern, sondern live, wie es funktioniert, wie schnell das ist und dass sich jeder überzeugen kann, dass das keine Fake News sind, die ich da heute verbreitet habe, sondern dass das eigentlich wirklich eine tolle Sache ist und wo wir auch ständig weiterentwickeln und entsprechend auch auf Input von den Anwendern hoffen. Ja. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre engagierten Vorträge, Beiträge, für die Diskussion, für viele, denke ich mal, auch interessante Hinweise. Und ich glaube, wir sind gerade auch in einer Phase, wo es vielleicht sehr fruchtbar sein kann, gute Ideen eben nach Berlin zu tragen, einfach schlichtweg, um es dann auch direkt in die Umsetzung zu bekommen. Ich darf mich bei den Teilnehmern, die doch sehr zahlreich dabei waren, bedanken. Ich darf mich bei Bibliomet bedanken für auch das Wagnis, ein doch etwas anderes Format dann einfach mal zu wagen, das Wagnis einzugehen. Und ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Natürlich ist es klar, das eine oder andere kleine Problemchen tritt immer auf. Also an dieser Stelle auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen allen auch, insbesondere den Teilnehmern. Und Frau Leister für Ihre Unterstützung und Support etc. auch vielen herzlichen Dank. Danke. Danke sehr. Ist noch jemand da? Ja. Ja, ich auch. Auch Herr Diekmann ist noch da. Ja, kurz danach. Ich bin auch noch da. Herr von Schröder, sind Sie auch noch da? Ich bin total da. Ich habe nur mein Bild abgeschaltet. Ah, ja, die Kamera. Kann mich aber auch wieder, kann mich aber wieder sichtbar machen. Das ist meine Superpower. Ja. Und Ihr Eindruck? Ja, wir haben noch 86 Teilnehmer. Also wir können auch noch weiter diskutieren. Hier kamen, glaube ich, auch noch. Ja, toll, ich finde es wirklich super, dass es auf diesem Wege funktioniert. Großes Kompliment an Bibliomet, dass Sie gesagt haben, wir machen das nicht so wie die anderen, wir verschieben einfach nur, sondern wir machen das mal, finde ich total super. Und ich bin echt überrascht, dass wir in der Spitze 220 Teilnehmer haben. Ja. Das muss ich schon sagen. Also gucken, hier. Schlägt eine Teilnehmerin vor, wir mögen doch weitermachen. Andere bedanken sich. Ich nehme das mal als digitalen Beifall. Danke für die informativen Beiträge, kommt hier noch. Und danke fürs Webinar. Bleiben Sie gesund, das ist das Wichtigste in sich. Ja, genau. Sie auch, alle, bitte. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann demnächst auch mal live dann wieder irgendwo sehen. Prima, genau. Das wird hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte dann wieder möglich sein. Ich denke, ja. Wir hatten ja eh noch vor mal, ne? Sollten wir machen. Genau, genau. Ja, okay, alles klar. So, ich denke, wir sind jetzt alle irgendwie dann fertig, oder? Wir haben fertig. Frau Leister? Frau Leister. Schmeißen Sie uns raus oder schmeißen wir uns selber raus? Frau Leister? Frau Leister, schön. Sie dürfen einfach rausgehen. Okay, dann nochmal vielen Dank. Prima, danke schön. Alles Gute, bis bald. Ne? Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Tschüss.